Hallo Freunde, willkommen zurück bei Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich habe hier übrigens oben ein bisschen was herausgefunden. Zum Beispiel, schaut mal, hier könnten wir uns Ressourcen anzeigen lassen und sehen sogar, dass hier Algen sind zum Beispiel, die wir übrigens abernten können, theoretisch. Stimmt, da muss nur mein Arbeitsboot hin. Sehr gut, siehst du wieder was gesehen. Artefakt-Symbole habe ich hier noch. Das ist auch sehr hilfreich, denn so können wir auf jeden Fall schnell erkennen, wo sich Artefakte befinden. Wundert mich jetzt aber, dass hier nirgends mehr... Ist der Satellit? Haben die den Satelliten hier abgebaut? Ne, da. Ah, ja, da. Abgestürzter Satellit. Könnten wir also rauszoomen, um zu sehen, wo hier sich noch was befindet. Nirgends. Okay, vielleicht hier drüben. Oh ja, hier noch ein abgestürzter Satellit. Aber das war es dann auch schon. So, ansonsten kann ich hier noch Ertragssymbole an- und ausblenden. Auch schon mal sehr schön. Das Geländeraster brauchen wir aber nicht. Das sieht so alles ein bisschen schnieker aus. Und die Handelswege können wir hier auch noch sehen. Ja, das wollte ich euch nur mal zeigen. Die Punkte weiß ich aber immer noch nicht, wie man die anzeigen kann. Okay, ich weiß natürlich, dass man die hier im Diplomatie-Bildschirm sieht. Und da sehen wir übrigens, dass wir wieder auf dem zweiten Platz sind. Nur 3 Punkte hinter dem ersten, aber auch nur 6 Punkte vor dem zweiten. Das Schöne ist, dass der danach sogar 50 Punkte abgeschlagen ist. Ah, hier können wir sogar sehen, wodurch. 125 durch Land hat er 60. Wir haben 48, also der hat größeres Land. Und 60 durch Technologie, da sind wir im Überlegen. Wir haben 68 durch Technologie. Er auch. Oho, der ist auch schon weit entwickelt. Aber sonst haben wir, glaube ich, größtenteils die Nase vorn. So, meine lieben Freunde, lasst uns hier in die nächste Runde fortschreiten. Unser Weltwunder braucht nur noch 3 Runden, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, das ist was wert. Der Bautrupp ist endlich in der Stadt und könnte jetzt direkt eine Straße nach... in den Grenzposten bauen. Ja, genau, warum eigentlich nicht? Da ist mein einer Bauarbeiter, wo ist der andere... Einen müsste ich noch haben. Ah, hier, der baut hier gerade was. Nee, das ist doch der, den ich gerade losgeschickt habe. Hä? Wo ist der andere? Hier drüben. Ah, und baut hier gerade auch etwas hin. Gut, ich würde nämlich gerne jemanden haben, der die Algen demnächst mal für uns einsammelt. Ansonsten alles beim Alten hier. Alles ruhig. Wir haben den Krieg hinter uns gelassen. Habe ich schon? Ah ja, doch, bitte warten. Ja, dauert jetzt immer ein bisschen hier. Der Friedensvertrag ist im Übrigen abgelaufen. Interessant zu wissen. So, hier ist Miasma nicht mehr. Okay, was haben wir hier gebaut? Ach ja, da haben wir das Zeug abgebaut. Wir könnten jetzt hier hingehen und das Knollengemüse abernten, genauso wie das Chitin. Ich könnte... Ja, inzwischen können wir sogar hier rauf. Korallen würde ich gerne vielleicht mal bauen. Abbauen. Ja, warum eigentlich nicht? Haben wir nämlich noch gar nicht. Mal schauen, was die so bringen. Und wir haben eine Errungenschaft bekommen. Erstmal werden wir aber noch einen weiteren Handelsweg hier wieder einrichten. Was war der vorherige? Der vorherige war nach Camp Cascade. Das ist hier vorne die wunderschöne Stadt, die ordentlich Energie und ordentlich Nahrung bringt. Und ja, das würde ich gerne wieder machen. Ansonsten können wir, glaube ich, schon wieder in die nächste Runde übergehen. Oh, ich hoffe, dass jetzt kein Seeungeheuer kommt. Das kann ja auch passieren. Fällt mir gerade mal so ein nebenbei. So, wie sieht's mit dir aus? Hast du jetzt genug? Bist du immer noch sauer auf mich? Bienvenido. Seien Sie gegrüßt. Handeln. Vamos conversar. Hat er irgendwie was? Offene Grenze, Städte, andere Spieler. Wir könnten uns mal gegenseitig offene Grenzen anbieten. Tut mir leid, das Angebot ist nicht zu meinen Gunsten. Er ist immer noch vorsichtig, Leute. Okay, zurück. Auf Wiedersehen. Und im Diplomatie-Bildschirm, was steht denn hier so? Vorsichtig. Wir haben vor kurzem gehandelt, ist schon mal positiv. Sie sind in der Vergangenheit kriegerisch vorgegangen. Sie begehren Ländereien, die sich in ihrem Besitz befinden. Ja, also, er ist der schlechteste Spieler. Ich habe natürlich trotzdem ein bisschen Panik, dass er hier wieder einen Angriff starten will. Aber notfalls, wir haben hier ja den Xenoschwarm. Notfalls bauen wir gleich nochmal ein paar Xenoschwärme. Und dann ist hoffentlich Ruhe im Puff. Ich habe keine Lust, dass er wieder kriegerisch wird. Vielleicht sollten wir... was hat er jetzt vor? Meine Unstimmigkeiten mit Blablabla sind unerträglich geworden. Nein, wir haben kein Interesse.
Führt ihr mal euren Krieg hier. Ich bin halt kein Kriegstreiber in diesem Let's Play. Ich möchte einfach nur hier eine neue Zivilisation begründen und möchte hier die Reinheit forcieren, die Harmonie, Entschuldigung, die Harmonie natürlich. Ich möchte hier mit den Aliens eine Koexistenz aufbauen. So, du kannst hierauf gehen und kannst jetzt hier die Arbeitsbarkasse bauen. Wow, Produktion und Forschung. Die vom Bautrupps auf Korallen ist also wert. Ah, Algen bringen Nahrung. Okay, also Korallen sind gar nicht mal so schlecht. Algen als Nahrung. Ich hatte in der Schule damals, in der 6. Klasse, glaube ich, jemanden, der hat immer so getrocknete Algen, das waren so quadratische Blättchen quasi, die hat er immer gegessen. Fand ich immer ein bisschen merkwürdig irgendwie. Die Dinger haben eigentlich fast nur so nach Salz geschmeckt. Also war nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Fand's interessant, der hat die Dinger wirklich gefressen wie sonst was. Als ob er nichts anderes hätte. Aber nun gut. Wer es mag, dem möchte ich da nicht im Wege stehen. Ich finde diese Plantage hier sieht irgendwie cool aus. Und irgendwie hat das so ein bisschen was, das Phyraxit sieht so ein bisschen erstmal aus wie Bananen, aber es ist eigentlich, glaube ich, irgendwie ein Kristall. Schon ein bisschen merkwürdig. Na gut, okay. Oh, Leute, das Wunder ist gleich fertig. Auf in die nächste Runde schnell. Da freue ich mich drauf. Das nächste Weltwunder für uns. Und das wird geil, meine lieben Freunde. Das wird richtig geil. Da gibt es richtig schönen Schub an Gesundheit. Was? Hat doch gar keiner genießt. Hä? Anansi betrachtete das menschliche Genom und sprach: So eine Unordnung. Wer kann denn so leben? Er nahm einen Besen, fegte über das Genom und als der Mensch erwachte, fühlte er sich viel besser. So, die Prometheaner sind damit abgeschlossen. Ich liebe Computer, denn sie automatisieren das ganze ermüdende Zeug und geben uns so mehr Zeit für wichtige Dinge wie Marktmanipulation. Ah ja, wir haben das Netzwerk jetzt hier abgeschlossen. Und das bringt ordentlich Wissenschaft nochmal, das ist sehr schön. Ja, holen wir uns jetzt erstmal den kostenlosen Wert. Den haben wir uns nämlich durch das Wunder dazu verdient. 7 Kultur für jedes Weltwunder. Das sollte ich eigentlich machen. Oder sie erhalten Wissenschaft. Nein, wir haben schon 2 Weltwunder, deswegen machen wir das einfach mal. Da bekommen wir einen richtig schönen Schub. Richtig geil. Oh, und wie viel braucht man hier? Ach, krass, ey. 10% auf alles. Das ist richtig pornös. Muss man aber halt 2 Wege durchbauen. Oder man muss halt durchrushen und dann hier unten mega Übertreiber werden. So, jetzt wollen wir eine neue Produktion in Grand Sarnia natürlich wählen. Gibt es nicht direkt ein neues Wunder zu bauen? Doch, die Spionageagentur oder die Drohnensphäre, die Wissenschaft bringt und Heilung in freundlich gesinntem Gebiet. Gewährt ein kostenloses Überwachungsnetz in der Stadt, in der sie gebaut wird. 15 Runden für dieses wunderschöne weitere Wunder. Wir probieren es einfach mal. Würde uns auch einen ordentlichen Bonus an Kultur geben. 42 Kultur machen wir die Runde. Meine Güte, das ist heftig jetzt. Das ist wirklich heftig. Das muss man mal so krass sagen. Und wir könnten hier vorne hingehen und uns auf jeden Fall die Algen gönnen. So, wir haben einen neuen Handelskonvoi hier. Und der kommt von Fort Barça. Fort Barça ist ja quasi hier vor der Haustür, genau. Das bringt schön viel Produktion. Oh, und Energie. Da bin ich mal gespannt. 15 Runden. Wenn wir das jetzt losschicken, wird das bestimmt nochmal sich hier auf 13. 2 Runden nochmal rausgeholt. Das ist geil. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Ja, läuft momentan recht gut. Läuft momentan recht gut. Hier bekommen wir das Alien-Reservat. Und hier bekommen wir... Oh ja, gleich haben wir hier die Automatikfabrik fertig. Sehr schön. Eine neue Forschung dürfen wir auch noch wählen. Und dann schauen wir mal, was sich jetzt anbieten würde. Wir sollen ja die Schwarmintelligenz noch immer erforschen. Klimakontrolle. Das ist nicht schlecht. Ja. Gehen wir auf die Schwarmintelligenz jetzt, damit wir unserem... Achso, und die Nanorobotik. Nee, Schwarmrobotik brauchten wir und Schwarmintelligenz, oder? Warte mal. Wir schauen mal eben bei den Quests und Siegen. Und zwar bei... Was wollten wir jetzt machen? Hier, die Transzendenz wollten wir, glaube ich, machen, ne? Ja, wir kontrollieren uns mal auf diese Transzendenz. Da soll nämlich diese Alien, dieser Riesen-Alien quasi,
Also Schwarmintelligenz und Nanorobotik. Schwarmintelligenz und Nanorobotik. Mist, ich habe die Schwarmrobotik entwickelt. Irgendwas, was dann dazwischen liegt. Ah, Mann. Okay, dann gehen wir jetzt auf die Schwarmintelligenz. Deswegen haben wir auch das Computerwesen gerade erforscht, damit wir hier runtergehen können zur künstlichen Intelligenz. Oh Mann, da bin ich ja drauf reingefallen hier mit der Schwarmrobotik. Natürlich wollen wir die Nanorobotik haben. Ach, Mann. Kann doch keiner ahnen. Na gut, zurück zur Karte. Und wir haben wieder eine wichtige Questentscheidung. Und hier ist wieder ein Kooperationsabkommen abgelaufen. Schauen wir aber erstmal, was wir entscheiden müssen. Übernatürliche Auswahl. Durch den Einsatz von Medizin und anderen lebensverlängernden Maßnahmen hat die Menschheit die Grenzen der Evolution und natürlichen Selektion überwunden. Aus diesem Grund sind unsere Gene voller Fehler. Wir hoffen, dass wir mit einer Genschmelze eine Evolution erzwingen können, die das genetische Material unserer Bevölkerung erheblich verbessert. Unsere Wissenschaftler sind bereit, mit den ersten Tests an Menschen zu beginnen und neue Gene in der Stadtbevölkerung einzuführen. Wir werden unsere Bürger Stück für Stück verbessern, aber womit beginnen wir? Körper oder Geist? Okay. Also, zwei Wissenschaft, wow, oder eine Gesundheit durch die Genschmelze. Oh Mann, wir haben so Gesundheitsprobleme. Da würde ich schon fast sagen, können wir uns lieber noch eine Gesundheit gönnen. Die können wir bestimmt dann, die Wissenschaft können wir bestimmt abfangen. Deswegen nehmen wir die zusätzliche Gesundheit. Ein starker Körper führt zu einem starken Geist. Wenn unsere Bürger gesund sind und sich sicher fühlen, sind sie selbst in der Lage, Fortschritte zu machen. So sieht's nämlich aus, meine Lieben. 6 Gesundheit haben wir wieder. Das bedeutet, unsere Städte dürfen momentan sogar wachsen, wenn sie lustig sind. Das freut mich. Das freut mich wirklich. So, ich überlege, ob ich hier oben einen Speer hinsetzen soll. Eine Marine-Einheit einfach nur. Oder vielleicht einfach, warte mal, wenn hier gleich fertig ist, holen wir uns hier einfach schnell einen Erkunder und setzen den da oben hin. Und der schaut dann die ganze Zeit, was da oben abgeht. Weil ich will natürlich sicher sein, dass mir hier offene Grenzen... Ja, klar, geht auf jeden Fall steil wieder mit dir. Mit der heißen Inderin hier. Da geht noch was, Leute. Da geht noch was. Produktion wählen. Oh, jetzt habe ich wieder einiges, was ich bauen könnte sogar. Ich würde aber gerne trotzdem ganz kurz einmal zumindest so einen Erkunder für 2 Runden durchpushen. Um zu schauen... Handelskonvoi. Haben wir noch genug, oder? Erkunder bauen. Warte mal, ich habe immer noch nicht gesehen. Warte mal, hier können wir es bestimmt sehen irgendwie. Stadtbildschirm. Hier muss doch stehen, wie viele... Ah, wir sind hier immer noch auf Wissenschaft gesetzt. Ich nehme den Fokus mal zurück. Zurücksetzen. So, okay. Muss doch irgendwie stehen, wie viele Handelsverbindungen. Ah, hier. Die Stadt kann 3 Handelswege besitzen. Grand Sarnia hat schon 3 und hier könnten sogar 2. Okay, da müssen wir auf jeden Fall gleich noch ein paar Dingens pushen. Ein paar Handelskonvois, das ist ja wichtig. So, auf in die nächste Runde, Freunde. Auf in die nächste Runde. Handelskonvois sind halt wichtig, damit wir unsere Wirtschaft noch weiter pushen können. Er möchte Xenomasse haben als Gefallen. Momentan brauchen wir die nicht. Für 30 Runden kann er die haben. Ja. Momentan habe ich keine Verwendung dafür. Wir haben auch noch 4 über. Das heißt, ich kann noch 4-mal so eine Schwarm-Dingens da bauen. Und hier kriegen wir noch ein bisschen Nahrung. Handelskonvoi ist schon wieder fertig. Handelsweg einrichten. Der vorherige war in unsere eigene Stadt. Und das macht in meinen Augen auch Sinn. Den forcieren wir wieder. Da werden unsere Städte auf jeden Fall profitieren von. Wir haben den nächsten Wert schon wieder freigeschaltet. Das ist krass. Jetzt geht's hier richtig steil momentan. Blatttechnologien, nee. Einen neuen Geheimagenten rekrutieren. Und wir bekommen hier in 3 Runden, nee, also nicht in 3 Runden, wenn wir 3 Dinger hier fertig haben, nochmal eine kostenlose. Okay, Wissenschaft zusätzlich. Warte, das ist geil. Wir haben momentan 70. Da wollen wir mal schauen, wenn wir das jetzt hier holen. 70. 76. Sehr schön. Fast 10% Forschung drauf. Das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Das ist nice. Das ist wirklich sehr nice. So, hier drüben ist gleich auch das Alien-Reservat fertig. Geil. Es läuft momentan gut. Ich habe ein gutes Gefühl hier für unsere, Städte. Oh ja.
Oh ja, das läuft. Das läuft. Wir müssen nur aufpassen, dass jetzt hier nicht wieder ein Krieg ausbricht. Notfalls, wie gesagt, holen wir uns die Xenoviecher. Und ich darf eine neue Produktion wählen hier im Grandsland. Und zwar holen wir dann natürlich den Handelskonvoi. Wir können ja hier noch einen haben. So, eine Einheit benötigt Befehle. Das ist der Handelskonvoi. Ah, okay. Wieder nach Grand Sarnia, würde ich sagen. Das bringt schön viel Produktion in beiden Städten. Obwohl ich schon fast sagen würde, eine Handelsdingens von Grand Sarnia würde mehr bringen, oder? Ne, 7 Produktion nach Grand Sarnia bringt mehr, weil da wird das Wunder gebaut. Ja, das macht Sinn. Es macht sogar Sinn, was wir hier machen. So, und dieser Handelskonvoi, der kann zum Grands Posten gehen. Ne, das macht nicht so viel Sinn. Warte mal. Der geht mal in den Grands Posten rüber. Zum Grands Posten bitte. Und geht dann von dort nach Grand Sarnia. Ich glaube, das bringt mehr. So, der Erkunder, der geht erstmal. Wie kommen wir am schnellsten dort oben hin? Ich würde hier gerne irgendwo mich positionieren. Das bedeutet, mit einer Runde kommen wir hier erstmal schnell hin. Zack, sehr gut, da stehen wir erstmal gut. Und hier unten haben wir übrigens nochmal Algen. Kann ich auch nochmal angraben. Hey Algen, wie wär's mit uns beiden? Hä? Hast du heute Abend schon was vor? Nein, nicht so angraben, Leute. Mann, was denkt ihr denn von mir? Na gut, okay, ich würde sagen, an der Stelle können wir aber mal wieder einen kleinen Cut machen. Wir haben ein bisschen was geschafft in dieser Folge. Und ja, wir bleiben weiter am Ball. 42. Wow, geil, ey. In 14 Runden kriegen wir schon wieder hier einen neuen Wert. Also das lohnt sich richtig. Und ich meine, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nein, 14. Das ist der 15. erst. Naja, nicht so schlimm. Ich habe gehofft, dass ich wieder was gratis kriege. Aber hey, man kann ja nicht alles haben. Schade, schade, schade. Eine kostenlose Technologie bekommen wir aber dann demnächst. Nur noch zweimal aufsteigen. Das ist cool. Bis dahin würde ich gerne irgendwas freischalten, was ordentlich Wissenschaft braucht und was wir dann sofort freischalten können. Wir überlegen uns da was. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.